Hallo Freunde chinesischer Smartphone-Kunst, ich grüße euch. Ich habe mir das Xiaomi CC9 bereits im Kurztest mit euch angeschaut und heute ist der ausführliche Test fällig. Den Kurztest, den verlinke ich unten in der Videobeschreibung, weil ja auch da das Unboxing mit dabei ist. Für diejenigen, die halt das nochmal sehen wollen, das möchte ich in Zukunft immer so machen, Unboxing bzw. Kurztest immer nochmal verlinkt und in der Videobeschreibung und angekündigt. Schön. Auch das CC9 war wieder ein Leihgerät von Trading Shenzhen und mit wahr meine ich ist, muss ich dann auch wieder zurückschicken und ich danke Trading Shenzhen dafür, dass sie mir das bereitgestellt haben, denn dadurch kann ich auch immer mal aktuellere und hochpreisigere Geräte von entsprechenden Marken testen. Natürlich China-Marken. Das CC9 ist nicht für den europäischen Markt gedacht, daher fehlt hier Band 20. Allerdings ist bei der Auslieferung von Trading Shenzhen hier eine globale ROM installiert mit deutscher Systemsprache und mit dem vorinstallierten Play Store. Von daher also in Sachen Kompatibilität eigentlich kein Problem, aber dank fehlenden Band 20 und auch fehlendes Band 7 in Sachen LTE natürlich problematisch. Da muss man sich vorher informieren, welche Bänder man benötigt. Aber wir verschaffen uns eh noch einen kleinen Überblick über die technischen Daten. Nach dem Intro geht es los. Viel Spaß. Es gibt bei Trading Shenzhen drei verschiedene Speicherausbaustufen im Angebot. Die teuerste hier mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Festspeicher für 327 Euro. Dann gibt es noch eine Version mit 6 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Festspeicher für 257 Euro. Und die für mich am lohnenswerteste ist die mit 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Festspeicher für 277 Euro. Und dafür bekommen wir ein 6,39 Zoll großes AMOLED Full HD Plus Display mit einem Verhältnis von 19,5:9 und einer Auflösung von 2340 mit 1080. Geschützt von Corning Gorilla Glass 5, als SoC kommt der Snapdrache 710 zum Einsatz, maximal 2,2 GHz Octa-Core und der Adreno 616 Grafikeinheit. Ja, Arbeitsspeicher, Festspeicher hatten wir schon, 6 oder 8 GB RAM und dann 64 oder 128 oder 256 GB Festspeicher, das sich im Übrigen per MicroSD-Karte erweitern lässt. Die Hauptkamera ist eine Triple-Kamera. Einmal eine 48 Megapixel Sony IMX 586 mit 1,79er Blende, dann eine 8 Megapixel Ultra-Weitwinkel mit 2,2er Blende und eine 2 Megapixel Tiefensensorkamera. Die Frontkamera ist auch von Sony, löst mit 32 Megapixel auf und kommt mit einer Blende von 2.0 daher. Die LTE-Bänder. Ja, das sind jetzt die Bänder 1, 3, 5 und 8, die hier unterstützt werden. Also ganz klar nicht für den deutschen Markt hier konzipiert. In Sachen Konnektivität haben wir außerdem noch GPS, Bluetooth 5.0, Dual Wi-Fi, BGNAC 2,4 sowie 5 GHz NFC. Es gibt in Sachen Sicherheit noch einen In-Display Fingerabdruckscanner oder Sensor der 7. Generation. Ja, Face Unlock natürlich dann auch über die Frontkamera. Der Akku 4030 mAh wird über USB-C per Quick Charge 3 geladen, macht in der Summe 18 Watt. Als Betriebssystem kommt natürlich Android 9 zum Einsatz und natürlich mit MIUI 10 darüber gebügelt. Im Übrigen MIUI 11 kommt bald. Außerdem bewirbt Xiaomi das Gerät irgendwie für junge Leute. Keine Ahnung wie, warum. Es gibt eine Funktion, so eine Emoji-Funktion in der Kamera-App, aber die finde ich irgendwie ein bisschen sinnlos. Gewicht haben wir hier 180 Gramm, wie man sehen und lesen kann. Das ist absolut in Ordnung. Ein guter Durchschnitt, sagen wir mal so, für die Gerätegröße, die Gerätestärke von etwas über 8,5 mm. Das ist auch in Ordnung. Schließt hier die Kamera allerdings nicht mit ein. Wie wir sehen, die steht hier mitten aus dem Profil raus, die Triple-Kamera, drunter LED-Flash. Hier steht noch 48 Megapixel AI-Kamera, kann man sich eigentlich schenken. Und hier noch Xiaomi. Das ist kein normaler eingefräster Schriftzug, sondern RGB beleuchtet. Supergeil. Ich demonstriere das mal kurz. Wird in verschiedenen Situationen aktiviert, die LED. Das ist auch eine Benachrichtigungs-LED, also nicht nur ein beleuchteter Schriftzug. Wie man die konfiguriert, dazu komme ich später noch. Und ich weiß, man sieht gerade nicht viel. So, ich denke mal, das ist so ziemlich die coolste Benachrichtigungs-LED am Markt. Allerdings hier eben auf der Rückseite und nicht auf der vorderen Seite. Wenn das Gerät einfach auf der Rückseite liegt, hat man natürlich gar nichts davon. Das Gerät selber ist mit Standarddesign gehalten. Vordere Seite, ein sehr gutes Verhältnis zwischen Display und Gehäuse. Hier eine Tropfen-Notch. Verhältnis 19,5:9, also damit sehr schlank. Aber trotzdem möchte ich das nicht unbedingt als klein bezeichnen. Das seht ihr ja eigentlich schon. Die Masse habe ich auch eingeblendet. Die Rückseite eigentlich auch totaler Standard, ja. Ich meine, ist halt sehr clean und das Kameramodul links oben und natürlich recht groß wegen den drei Kameras. Schön abgerundete Kanten, Rückseite aus Glas, auch Corning Gorilla Glas und das befindet sich im Übrigen drunter, unter dem Glas und scheint dann so durch. Wie gesagt, ist immer ein bisschen was anderes. Deshalb würde ich das Gerät jetzt aber nicht unbedingt so als jugendlich fresh, ständig kommt dieser Blade Assistant. Deshalb würde ich das Gerät aber trotzdem nicht als jugendlich fresh bezeichnen, weil
Naja, es ist ein großes und ganz normales Smartphone, nicht wahr? Das hebt sich jetzt von anderen normalen Smartphones im großen und ganzen nicht ab. Außer, dass wir vielleicht auf der oberen Seite noch einen 3,5 mm Klinkenanschluss haben. Das ist also ultra fresh, nicht wahr? Das ist ja das, was die Jugendlichen ständig wollen. Auf der unteren Seite Lautsprecher, Mikrofon und natürlich den USB-C-Anschluss. Schön. Auf der linken Seite SIM-Schlitten, der gut mit dem Gehäuse abschließt. Und auf der rechten Seite Lautstärke-Wippe und Power-On-Taster. Im großen und ganzen alles ganz vernünftig gemacht. Und dadurch, dass es auch so schön abgerundet ist, sieht das hier im Profil auch ein bisschen schmaler aus, als es tatsächlich ist, optischer Effekt. Das Display finde ich für ein AMOLED-Display echt gut eingestellt, weil die Farben hier nicht so übersättigt sind, wie man das teilweise von AMOLED-Screens gewöhnt ist. Ansonsten Full-HD-Plus-Auflösung, dürfte inzwischen jeder wissen, was ich darüber denke. Bei der Displaygröße ist es absolut in Ordnung, es ist alles schön scharf, kleine Schriftarten werden natürlich extrem unverpixelt dargestellt. Und die Blickwinkelstabilität natürlich auch gut gegeben, Schwarzwerte bei AMOLED standardmäßig immer ein bisschen besser. Außerdem kommen mit einem dunklen Theme oder mit einem dunklen Hintergrund ja auch ein bisschen Strom sparen. Das geht bei IPS natürlich nicht. Im Großen und Ganzen echt vernünftig das Display, auf jeden Fall. Gefällt mir, würde ich so auch verwenden. Das wäre meinen Ansprüchen gerade so genügsam. Schön. 710er Schnappbrauch haben wir gesagt. Können wir mal schauen, wie der so performt hat. Kamera, dazu kommen wir noch. Screenshots, wunderbar. Wir fangen natürlich an mit einer Antutu. Weg damit. Ja, 172.511 Punkte. Und was soll ich denn sagen? Das ist ein Top-Wert. Läuft Android absolut flüssig. Also mit der Hälfte würde Android schon richtig gut laufen. Also da ist man hier schon mal performance-technisch. Zumindest laut Antutu auf der sicheren Seite. Aber es gibt ja nicht nur Antutu. Es geht ja auch noch weiter mit, hey, wo ist Geekbench? Hier. Habe ich irgendwie zum Schluss gemacht. 1823 im Single-Core sowie 5869 im Multicore-Test mit Geekbench 4. Geekbench 5 habe ich mir jetzt auch noch gezogen und wird es auch in Zukunft immer Teil der Tests sein. 397 Punkte im Single-Core und 1519. PC-Mark 6675 Punkte. 3D-Mark hier mit Eistorm Unlimited 29.979. Also im Extreme natürlich der Maximalwert. Slingshot 2704 sowie Slingshot Extreme im OpenGL 1851 und 1767 im Wilkin-Test. Hier noch Andrew Bench mit den Lese- und Schreibwerten des internen Speichers. Es ist in dem Preisbereich absolut vernünftig, wie im Übrigen auch die anderen Werte. Hier wieder Geekbench in der falschen Reihenfolge. Und zu guter Letzt hier noch eine PC-Mark Battery Live-Test. Das ist erstmal abgestürzt. Das ärgert mich mal, wenn der Test durch irgendwelche Benachrichtigungen unterbrochen wird. Und bei 50% maximaler Lichtbehelligkeit und 50% maximaler Lautstärke und in dem Falle deaktivierten WLAN, sonst habe ich immer mit aktivierten WLAN, aber keine Ahnung, ich habe es abgeschalten, damit der Bug sich nicht wiederholt, 15 Stunden. Das ist ein richtig vernünftiger Wert, definitiv. Auch wenn man jetzt, sagen wir mal, mit aktivierten WLAN vielleicht noch eine Stunde weniger hätten. Ich weiß nicht genau, inwiefern sich das auswirkt, dann auf den Gesamtakkuverbrauch, ist das hier ein richtig guter Wert. Der durchschnittliche User kommt dann über 2 Tage und der Power-User, der weiß Bescheid, 15 Stunden. Naja, ich glaube, so viel Arbeit kann am Stück. Dürfte klar sein, dass es hier PC-Markt, das simuliert lediglich eine durchschnittliche Nutzung, so mit Arbeiten, Bildbearbeitung und so ein bisschen Surfen. Gaming, ja, zieht natürlich wesentlich mehr Strom. Hier habe ich noch den 3D-Fix, das habe ich gerade 3D-Fix gelesen. Hier habe ich noch den GPS-Test und da habe ich den 3D-Fix innerhalb von ein paar Sekunden, der ging ultra schnell, 28 in Sicht, das ist wunderbar, 19 in Nutzung ebenfalls, Genauigkeit 4 Meter, passt auch, Bewegung 1, okay gut, da stand die ganze Zeit Bewegung 0 in dem Moment, als ich gescreenshottet habe, habe ich das Gerät vielleicht bewegt, aber insgesamt hat mich das GPS überzeugt. Das System können wir uns auch nochmal kurz anschauen, es ist MIUI in der Version 10, Global hier in dem Fall. Wobei ich auf mein Testgerät, ich habe hier eine Beta drauf. Aber ich habe schon gefragt und bei den Geräten, die ausgeliefert werden, ist dann keine Beta drauf. Wir können ja trotzdem mal schauen. Sicherheitsupdates bin ich hier auf Juni 2019. Ja, ich glaube, da sind inzwischen auch noch Updates gekommen, aber hier eine Beta drauf ist, wird das Gerät hier nicht unterstützt, weil es ein Testgerät ist. Naja gut, lassen wir das weg. Ansonsten MIUI mit den bekannten Funktionen von MIUI hier noch unter spezielle Funktionen. Die Möglichkeit, die LED-Leuchte auf der Rückseite zu konfigurieren. Das kurz gezeigt, da kann man die auch aktivieren oder von mir aus halt auch deaktivieren. Man kann sogar eine Zeit festlegen, dass das Ding halt nachts nicht auch irgendwie mich angeht. Und dann kann man hier halt auswählen, wann, wie und wo. Zum Beispiel hier, das finde ich eigentlich geil, bei Musik, rhythmische Lichteffekte bei Musik abspielen anzeigen. Die LED kann mittanzen. Hier gibt es auch wieder einen Game-Mode, Game-Speed-Booster, Leistungsoptimierung, da räumt er halt den Speicher auf. Kann man festlegen, welche Programme halt aus dem Speicher nicht gekillt werden sollen. Also sagt, nein, die sollen unbedingt im Speicher bleiben. Und immer so weiter, ja, wie man mit Notifications umgeht, ja, Anrufe freisprechend annehmen. Das ist natürlich beim Zocken ziemlich praktisch. Hier PUBG zum Beispiel, das hat er automatisch erkannt und direkt hinzugefügt. Falls ihr das Spiel nicht erkennt, kann man das halt hier per Hand machen. Oh, der 710er, der ist schon ziemlich performant. Können wir ja später noch sehen im Gaming-Test. Schön. MIUI mit eigenen Funktionen. Wir können nochmal schauen hier unter Display, was es da noch so Feines gibt. Denn hier haben wir, passt auf, Helligkeit. Genau, auch adaptive Helligkeit. Das heißt hier im Sensor, ach Quatsch, das heißt hier im Rahmen ist noch ein Lichtsensor verbaut.
frage mich dann echt, wo der noch ist, der das Umgebungslicht misst und automatisch die Helligkeit anpasst. Jetzt können wir hier noch Nachtmodus, also welche Helligkeit im Nachtmodus und vor allem aber welche Farbtemperatur konfigurieren. Und wo wir gerade bei den Display-Einstellungen waren, na, da kam bei mir so ein Trigger-Moment. Ich habe vergessen, euch die Display-Helligkeit die maximale mitzuteilen. 662 Lux, das ist ein guter Wert. Ein sehr guter Wert eigentlich. Ich weiß, es geht alles immer noch heller, aber ich finde es dann irgendwo sinnlos. Wenn man das Gerät bei direkter Sonneneinstrahlung ablesen kann, das habe ich getestet und es funktioniert auch. Naja, was soll es denn dann noch für ein Anwendungsgebiet geben für ein Display, was noch heller wird? Also, dass es einen übelst wegblendet, bevor die adaptive Helligkeit das checkt und runterregelt. Aber egal! Gehen wir mal zur Kamera über. Übrigens geiler Hintergrund, oder? Nice. Erstmal hier diese Emoji-Funktion. Die funktioniert bei dem Gerät hier extrem unzuverlässig. Der erkennt mein Gerät immer nicht. Aber wir hatten ja schon... Ach Quatsch. Der erkennt mein Gerät nicht. Der erkennt mein Gesicht nur nicht. Also ab und zu ja, ab und zu nein. Aber ganz ehrlich, das ist eine ziemlich blödsinnige Spielerei. Und ich weiß nicht, ob die Jugendlichen so extrem drauf abfahren. Ich habe es jetzt hier mal gescreenshottet. Man kann halt ein ganz normales Foto machen, wo hat er mein Gerät eben erkannt hat. Und das Gesicht wird dann durch den Schweinekopf hier halt ersetzt. Das fand ich auch thematisch passend. Hier noch alternativ ein Hase. Und der macht dann halt die Bewegungen mit. Hier habe ich gezwinkert und ein bisschen grimmig geguckt mit dem einen Auge. Ja, ich kann das. Ja, also zwinkern und grimmig gucken gleichzeitig. Hier auch gezwinkert und hier halt nicht. Naja. Finde ich ein bisschen, also ja, naja, da könnt ihr euch auch Snapchat oder so einen Quatsch installieren. Und die Auto-Rotation ist natürlich ausgeschaltet. Ich kriege einen Anfall. Katzen sind bereit. Fotos. Hier, Makroaufnahme. Das sieht doch geil aus. Zieht euch das mal rein. Das ist irgend so ein Schemel von der Uni. Und da hat es geregnet. Wenn wir richtig reingehen, da sehen wir hier die Struktur von dem Schemel. Abgesehen davon, dass der rot ist und abgesehen von den Reflexionen in dem Wassertropfen, ja, sieht das schon extrem geil aus. Hier mit Tiefen und Schärfe, ihr seht, wie das halt nach hinten ausschärft. Das war jetzt nicht eine Idee irgendwie von der AI oder sowas, das ist dann halt ganz normal bei so einer Perspektive. Und das sieht von vorne bis hinten einfach geil aus. Ich meine, gut, das Gerät ist hier natürlich schon mit, was haben wir vorhin gesagt, Einstiegspreise 250 Euro, ein bisschen teurer. Aber unabhängig davon, fetzt auf jeden Fall. Farbwiedergabe, so Makroleistung. Hier die Frontkamera, Außenaufnahme. Sehen wir hier im Hintergrund, ja, der Dynamikumfang leidet hier schon, aber es war extrem ungünstig, ne? Ich habe hier eine Lichtquelle direkt hinter mir. Aber letztendlich finde ich immer wichtig, ja, aber wie ist die Objektdarstellung selber, wie ist das Selfie selber, wie ist die Farbtemperatur zum Beispiel, und das ist hier aber alles ganz gut. Auch von der Schärfe her, hier meine Haare, ne, sind extrem haarig und vor allen Dingen sind die halt richtig differenziert nach dargestellt und nicht einfach nur eine Pixelsoße. Also Frontkamera, passt auf jeden Fall, gefällt mir. Ja, Farbwiedergabe auch eben zum Beispiel die Farbtemperatur ist hier gut für Personenabbildung geeignet. Hier nochmal so Himmel, extrem Himmel. Ich meine, da habe ich ja eine Zelle fotografiert, mehr oder weniger. Und wenn man uns das Blattwerk anschaut, keine Überblendungen der einzelnen Blätter, alles noch schön differenziert dargestellt, gefällt mir. Und auch hier Farbwiedergabe, na gut, das sieht mir hier, glaube ich, besser. Ja, Farbwiedergabe, hier erstmal die Decke, ja, blau, weiß, rot und dann die Melonen. Ja. Habe ich nicht gegessen, weil ich Fructoseintoleranz habe, aber ich konnte sie zumindest fotografieren. Und zieht's euch rein. Die Farbwiedergabe, das sieht schon fast leckerer aus als die Originalmelone, nicht wahr? Supergeil, absolut. Nur ein Foto hatte ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das schon ein bisschen meckern auf hohen Niveaus. Das ist das hier, glaube ich. Moment, ich muss so kurz gucken. Nee, hier eigentlich eher. Ich meine, es geht gerade noch so klar, man sieht schon, dass es hier schon zu Überblendungen kommt beim Blattwerk, weil ich so eine Zelle fotografiert habe. Wo der Dynamikumfang auf jeden Fall an seine Grenzen stößt. Aber die restlichen Fotos, die sind alles richtig gut geworden, ja. Der Autofokus sehr zuverlässig. Und da habe ich noch irgendwelche coolen Bilder. Hier auch nochmal mit Tiefen und Schärfe. Und da sieht man auch nochmal Makroleistung. Ich weiß gar nicht, was das war. Irgendwas mit Struktur. Da sehen wir auch hier die Details, die eingefangen werden. Das ist mehr, als mit einem bloßen Auge sehen kann. Ja, auch nochmal Tiefen und Schärfe und ein bisschen Objektfotografie. Guckt euch erstmal das Brot an. Ach ja, auch hier haben wir natürlich wieder Shot on Me Phone. Ja, kann man aktivieren. Ist aktiviert, kann man auch deaktivieren. Brot, super geil. Hintergrund ist halt ausgeschärft. Schön. Hier nochmal Brot. Okay, jetzt wiederholt sie es. Ich. Und ja, hier Tiefen und Schärfe. Hier ganz normal, alles auf einer Schärfeebene. Das sehen wir dann auch. Während bei dem Bild hier habe ich einen Porträtmodus an. Das ist eben ganz normal. Wie gesagt, eine Schärfeebene, wie wir sehen. Aber auch schön gleichmäßig, finde ich. Also man hat ja nicht irgendwie eine radial verteilte Schärfe oder so. Passt. Ja, und hier dann halt Porträtmodus. Und der ist okay. Der ist okay, wir sehen hier, dass bei den Haaren, dann schon ein bisschen Schwierigkeiten hat, das noch richtig differenziert darzustellen. Aber das sieht man dann eigentlich echt, wenn man es halt auch weiß. Ansonsten sieht man das eigentlich nicht. Perfekt, Hintergrund ausgeschärft, weil das wäre auf jeden Fall hier alles eine Ebene gewesen, alles eine Schärfeebene. Aber hat er natürlich erkannt und demzufolge Person ist scharf, Hintergrund unscharf, supergeil, ja, wie Tiefenunschärfe halt, nur in künstlich erzeugt, schön. Ja, das war nochmal die Frontkamera, aber aus dem Review, glaube ich, ach Quatsch, aus dem Unboxing, beziehungsweise Kurztest.
Und dann sehen wir dann auch, also es ist jetzt hier natürlich wieder ohne irgendwelchen Porträtmodus. Super. Gefällt mir auf jeden Fall. Und hier haben wir natürlich dann mit Hintergrund keine Probleme. Das ist dann alles perfekt, weil es im Studio war. Die Videostabilisierung, die ist der Hammer. Ich habe es mir am Computer auch schon angeschaut. Und was soll ich sagen? Der stabilisiert das Video einfach mal richtig überedel. Weil ich bin richtig gelaufen, richtig wie ein Trampel. Und habe die Kamera hat natürlich gewackelt wie Sau. Ich habe es ja gesehen, ich bin durchgeschaut. Aber super stabilisiert, wirklich super stabilisiert. Und hier noch ein Slow-Mo-Video, weil das Gerät ja auch wieder eine Slow-Mo-Funktion hat. Und der Anfang fehlt. Okay, jetzt nochmal. Und Play. Und Wutsch. Also der hat ja so eine Slow-Mo-Funktion, wo die ersten Sekunden flüssig sind und danach geht er in den Slow-Mo rein, aber eine Ultra-Slow-Mo. Natürlich ist das Video ein bisschen niedriger auflösend, das sieht man in dem kleinen Display jetzt hier nicht. Wie ihr seht, ist er nicht spulen. Ja, ist das ungefähr gleich, ja, wenn man sich die Vorschau hier so ein bisschen anschaut. Aber am Computer sieht man dann natürlich wie immer klar die Schwächen dann im Slow-Mo-Modus. Also die Bewegung ist auf jeden Fall extrem langsam und extrem smooth. Ja, aber natürlich wieder niedriger auflösend. Aber ich finde, in dem Preisbereich ist, find ich die Kamera richtig nice. Xiaomi-typisch, Top-Qualität, bin ich zufrieden. Und für die meisten dürften das auch absolut reichen. Schön. Wir machen danach mit dem Gaming-Test weiter. Na super. Ja, wir spielen PUBG, ich bin unbewaffnet und die Einstellungen sind auf hoch. Ja, und da ist schon ein Dude, der wartet auf mich. Ja, ich muss ihn wohl umboxen. Jetzt hat er sich hingelegt. Okay. Wo ist er? Ja, da ist er aufgestanden. Ja, was für ein Fight. Was für ein Fight. Kann ich den auch boxen? Ah, ich habe ihn umgeboxt. Wie hart. Sehr gut. Naja, jetzt brauche ich wenigstens keine Waffen zu suchen. Okay, wo war ich stehen geblieben? Also das ist PUBG, die Grafikeinstellungen sind auf High. Das hat er automatisch so vorgeschlagen. Da dachte ich mir, naja, mach mal halt mit. Das Corning Gorilla Glas, das fässt sich sehr gut an. Sehr geringer Reibungswiderstand, das ist wunderbar. Das Display ist schön groß. Und was kann ich noch so erzählen? Es läuft flüssig, wie wir sehen. Ich habe ja gerade einen umgeboxt. Und ich habe ihn echt flüssig umgeboxt. Jetzt gucken wir noch ein bisschen rum, ob es noch irgendwann zum Umnieten gibt. Jetzt habe ich ja endlich eine Knarre. Oh, nur 10 Schuss. Wow! Ah, da ist einer. Bumm. Okay. Also, umschießen funktioniert auch ganz gut. Schön. Ich finde jetzt hier gerade sonst niemanden mehr, der irgendwie Spaß haben will. Und wir können ja festhalten, es läuft. Es läuft super. Also besser könnte es kaum laufen. Ich bin sehr zufrieden. Okay, wir swipen mal die On-Screen-Tasten ein. Schup, und gehen auf den Desktop. Desktop. Butsch. Geht ziemlich schnell. Hat er das Spiel jetzt wirklich beendet? Nee, hat er nicht. Genau. Wir sind sofort wieder drin. Können weitermachen. Wenn hier denn jemand Spaß haben wollen würde. Gut. Also wieder rein swipen. Zurück auf den Desktop. Hey, jetzt höre ich jemanden. Da. Der hatte eine Pistole. Den brauche ich erst gar nicht zu plündern. Das ist Dekadenz aus der Hölle. Ja, man plündert nicht mehr, man ignoriert ihn, geht einfach weiter. Okay, rein swipen. Desktop. Super fast. Okay, was zeige ich euch als nächstes? Wir machen mal noch einen kleinen Okla Speedtest. Das heißt, wir testen das WLAN. Habe ich das überhaupt installiert? Okla. Nee, habe ich nicht. So was Blödes aber auch. Dann kann ich euch noch ein bisschen was anderes erzählen, nämlich der Digitizer ist super schnell, das heißt, habt ihr gerade gesehen, so Texte schnell, die Tastatur hacken ist überhaupt kein Problem. Play Store, hey, lass das. Play Store Protect Zertifizierung liegt nicht vor. Oh, das ist jetzt auch hier mein Beta-Gerät. Nur kurz zurück in PUBG.
Können wir direkt weitermachen. Aber ich bin immer noch alleine. Sniff. Keiner will Spaß haben. Wir verstecken uns direkt in der Tür. Ach, verdammt. So, wenn jetzt jemand reinkommt, dann erschreckt er sich erstmal übel. Wieder zurück. DRM-Info habt ihr gerade gesehen, habe ich auch noch installiert, aber das wird keine große Überraschung sein. Ja, bei dem Gerät hier liegt Level 3 vor. Also können wir Amazon beispielsweise, Amazon Prime nicht auf HD gucken. Jetzt müsste auch OCLAV hat. Ja, sehr gut. Machen wir noch einen kleinen WLAN-Speed-Test. Meine Leitung macht maximal 50 Megabit, der Router steht weiter weg. Da sind drei Wände an Dämpfung dazwischen, im Downstream 50 und die kommen 49,4 kommen davon an. Also so gut wie 100%. Upload genau das gleiche, meine Leistung macht 5 Megabit und wir sehen, dass er bei 5 rumkrebst. Und im 2,4 GHz Netzwerk, können wir jetzt mal gespannt sein, fast genau der gleiche Wert. Ist praktisch verlustfrei in beiden Netzwerken, also das WLAN ist auf jeden Fall richtig gut bei dem Gerät hier. Fingerabdruckscanner, der ist ja unter dem Display. Ja. Sehr gut. Freut mich. Schuhschrank Scharnieröl. Trabantauspuff Ersatzteil. Passt. Also Geschwindigkeit ist ganz gut. Zuverlässigkeit offensichtlich auch. Face Unlock ist noch schneller. Ja, nochmal zum Vergleich. Verdammt, jetzt hat er mein Gesicht schon erkannt. Okay, ich muss die Kamera weghalten. Und Face Unlock ist ein bisschen schneller, aber es ist halt nur 2D-Unlock. Ja, also das heißt, wenn jemand tatsächlich eine, also originalgetreue Skulptur von euch geschnitzt hat, hier aus purem Marmor rausgelutscht, dann kann es sein, dass der nach originalgetreuer Bemalung natürlich damit dann auch das Gerät entsperren kann. Sein und B muss man ja auch sagen, dass es für viele einfach mal absolut ausreichend ist. Android 7.0, hier nochmal kurz gezeigt. Das ist ja von der Aktualität her einigermaßen. Schön. Habt ihr jetzt mal den Lautsprecher gehört? Und ich muss sagen, der wird echt laut und auch die Qualität ist richtig gut. Um sich jetzt selbst zu bescheiden, finde ich den im Preisbereich absolut in Ordnung. Hier sehen wir nochmal YouTube-Video, 1080p als maximale Auflösungsstufe. Das liegt aber auch daran, dass mein Video nur in 1080p hochgeladen ist. Ansonsten kommt die Begrenzung aber durch das Display. Was hier negativ auffällt, das ist das Displayformat. Denn wir hatten ja gesagt, 19,5:9 macht das Gerät natürlich schön schlank. Sicherlich für den einen oder anderen dann ein bisschen besser in der Handhabbarkeit, aber beim Videoschauen, also gerade 16:9 formatigen Videos, wie zum Beispiel die Videos auf YouTube, haben wir links und rechts demzufolge einen sehr fetten schwarzen Balken. Jetzt kann man natürlich reinzoomen und haben jetzt Vollbild, aber es wird ja oben und unten natürlich was weggeschnitten und das funktioniert nicht bei jedem Video. Ja, hat immer alles Vor- und Nachteile. Gehen wir mal zurück auf Homescreen. Schön, ich denke mal, damit habe ich so das meiste gezeigt, was man so zeigen kann. Also, Fazit. Ich finde, wenn man das jetzt so vergleicht, ich meine, das Gerät hat halt kein Band 20, ne? Und ich glaube, das Band 7 hat ja auch gefehlt. Alles so, das größte Nachteil von dem Gerät. Ich habe ja das Mi A3, was man ja als erstes als adäquat ansehen könnte, kürzlich vorgestellt. Das löst auch nur mit HD Plus auf, ihr erinnert euch sicherlich noch. Und ist ein Ticken günstiger, das ist ein bisschen teurer. Und das Teil finde ich hier super. Ja, hier haben wir dann das Full HD Plus Display. Es gibt noch eine Tropfen-Notch-Lösung. Oh, die ist extrem dezent. Das Verhältnis zwischen Display und Gehäuse ist ja trotzdem extrem gut. Ich finde, das Teil ist einfach komplett Premium. Ja, diese rückseitige LED finde ich natürlich jetzt mal als etwas, ein bisschen was anderes eben, ne, was tatsächlich, was man in anderen Telefonen so nicht vorfindet. Finde ich ganz nett. Nettes Gimmick, sagen wir mal so. Wäre für mich aber kein Kaufgrund. Aber das Gesamtpaket, ihr habt die einzelnen Tests gesehen, ihr habt genügend Performance, mehr als genug. Wir haben ein Top-Display, Akkulaufzeit ist auch richtig gut, der In-Display, Fingerabdruckscanner und die ganzen einzelnen Tests, die ich jetzt nicht nochmal einzeln durchgehen möchte. Das war alles top. Das Gerät hat einfach in allen Disziplinen richtig gute Werte abgeliefert. In dem Preisbereich wäre für die meisten einfach mal ein total tolles Alltagsgerät. Aber eben die Sache mit LTE, die ist echt sehr, sehr bedauerlich. Sehr, sehr bedauerlich. Ansonsten mag ich das CC9, was das Ganze jetzt aber genau jetzt für so mit Jugendlichen zu tun hat. Ne? Bis auf dieses komische Emoji-Gedöns, was vermutlich keiner benutzen wird. Ja, keine Ahnung. Es ist letztendlich, weil wie soll man ein Telefon für Jugendliche bauen? Da ist da ein jugendliches Motherboard drin oder was? Ne? Dass ich erst noch entwickeln muss und Pickel bekommt und ständig Streit anfängt? Und Autos anzündet, also ich weiß es nicht, oder ein Prozessor, ne, der auch noch in der Entwicklungsphase, ne, erst noch seinen Performance-Punkt finden muss und ständig andere Werte ausgibt in den Benchmark-Ergebnissen. Ah, keine Ahnung. Also im Großen und Ganzen ist das Blödsinn. Aber wenn man das gekonnt ignoriert, bleibt am Ende eigentlich echt nur ein gutes Telefon übrig, wie man das von Xiaomi auch gewohnt ist. Schön. Ist aber nicht auf unseren Markt gedacht. Schön. Verlinke ich euch trotzdem unten in der Videobeschreibung für alle, die sich dafür interessieren. Haben uns das heute mal angeschaut, das CC9. Die Produktpalette von Xiaomi wird langsam echt unübersichtlich. Mal schauen, ob ich das irgendwann mal wieder einreduzieren oder ob das Ganze noch schlimmer wird. Ich halte euch auf jeden Fall
weiter auf dem Laufenden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann ihr wisst Bescheid. Gebt mir ein Like auf das Video, abonniert meinen Kanal, wenn ihr euch für China-Brands interessiert. Ihr könnt auf moschus.de surfen und dort erstmal an meinem Gewinnspiel teilnehmen. Es müsste noch laufen, da verlose ich gerade 2 Smartphones. Gibt es auch eine direkte Verlinkung unten in der Videobeschreibung. Ansonsten in das Forum wechseln, das ist rechts oben dann als Link verfügbar unter Forum Giveaways. Im Forum selber könnt ihr aber auch miteinander schreiben, wenn ihr Spaß an der Freude habt und an Technik. Werdet Teil der Moschus Community. Auf der Hauptseite, da poste ich immer wieder Angebote. Und, also irgendwelche Angebote, was ich, Flash-Deals, Gutscheincodes, auch gerne über Xiaomi und Co. Außerdem wird der gute Daniel auch über dieses Gerät hier ein schriftliches Review noch verfassen. Könnt ihr das alles nochmal durchlesen, beziehungsweise nachlesen. Wunderbar. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, die Katzen, die also, ne, die eine, die chillt unter dem Telefon, die andere darauf. Das ist super ergänzend. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bleibt mir gewogen, bis dahin. Ciao.